Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge S19 auf der Hof Bergmann. So, heute die Mission war jetzt angeblich abgeschlossen. Mal gucken, ob wir das Zeug jetzt alles verklingeln können. Und hier mal den Spaß zurück. Hafer brauche ich nie unbedingt. Hier kann man auch verkaufen. Da war ja hier der Verkauf. Letzten Folge kamen wir ja nicht rein. Dort aber nicht mehr. Ach, jetzt. Einnahme, Ernte, so. Okay. Jetzt haben wir alles abgeliefert. Sehen wir Auftrag hier abgeschlossen. 25k, 4000 haben wir gekriegt zum Mobile 20. So, da haben wir schon mal wieder ein bisschen Fänge gemacht. So, jetzt geht's hier. Wollte ich den Kompost verkaufen. Damit geht's jetzt los. So, einsteigen. Ich nehme mal gleich Loben, Mensch. Sperren. So, jetzt lassen wir das hier mal reinrieseln. In der Zwischenzeit gucke ich mal, wo wir. Hier hatten wir ja gerade die Schweine schon rausgeholt, bevor ich angefangen habe mit der Aufnahme. Gucke ich mal bei den Hühnern. Eigentlich wollte ich ja gestern noch, also am Sonntag noch einen Livestream machen, aber es war mir einfach zu warm. Es war einfach nur zu warm zum Streamen. Bin ich ganz ehrlich. Komm, greifst du jetzt zu? Du bist Vollbrot. Uah. Mein Gott. Ah, ich hab die Kiste erwischt. Das Brot. So. Das packt jetzt schön da unten fest, wie es aussieht. Ich will Rudeln. Krieg's aber unten nicht. Krieg's nicht gepackt. Schade, schade, schade. Ach, Mann. Jetzt kann ich gar nicht mehr anfangen. Jetzt. Wieder der Brot verloren gegangen. Naja. Das wird nicht das letzte sein. Da liegt ja auch schon was. Ein Teigling liegt hier noch. Ich schau mal ganz in den Backofen rein. Ich habe mich angenommen, immer der Sache. Man kann es dir irgendwie so wieder weg. Ich kriege aber ohne Verkauf, das ist das Problem bei der Sache jetzt. War wieder weg. Wir loppen demnächst wieder da unten auf, aber.
So. Und so. Ach, das so. Immer achte rein. Schön sachte. Wenn man das Zelt nachlegen. Und schon zwei Tüten Hackschnitzel. Der Haufen ist schon mal weg. Warum wird das Ding immer durch? Na, sag schon. Brauche ich knapp anderthalb Säcke. Wasser. Hefe noch ein. Und jetzt brauchen wir noch S-Section Mehl. Ich habe Hefe als Gelager bestimmt, ne? Als ob die Hefe als Gelager dich hält. Gucken. So, Hühner waren ja, wenn das ne, ist noch nicht so weit. Okidoki. Ein Traktor frei. Den schon mal nicht. Er kriegt den Kompost nicht weg. Ne, er kriegt den Anhänger nicht weg. Ups. Zumindest nicht mit Front, ohne Frontgewicht. Probier erstmal, ob ich den mit Frontgewicht, und wenn es nicht geht, ja, aber es kommt ein anderer Fendt irgendwann.
Frage ist nur, wann. Ich muss Kredit zurückzahlen, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes. Wir probieren das mal mit dem Freund, gebe ich, vielleicht kriegt man da besser gehandelt. Also ich würde irgendwann jetzt den Großen nehmen wollen, den schon dir. Machen kann ich jetzt eh nichts daher. Das ist egal. Mal gucken, ob das was gebracht hat jetzt. Gucken wir erstmal Kompostlose. Haben wir schon mal Kompost. Gartencenter sagt gut Reifeisen. Big Packs Reifeisen. Das ja, shit gut ist. Sind zwar nicht die schnellsten, aber wir können fahren. So, kommt doch mit ein bisschen Geld rein. So, komm hoch hier. Ich brauche definitiv nicht so schnell, als ich den Berg hochzukommen. Und runter zu wird ordentlich schieben gleich. Aber ich möchte wenigstens eine Ladung Kompost haben. Jetzt liegen wir zwar bei mir zeittechnisch vor der Zeit, aber das war jetzt so gewollt. Ich hatte den Server angehalten. Oh ja, komm. Wir drücken ganz schön auf den Realtime. Weil ich habe es jetzt in-game haben wir es 3:15 und ich habe es jetzt kurz nach 9 Real Life. Sind es 3 Stunden, 35 Minuten circa. Das verkraften wir aber. Dann wird der Server noch ein paar Mal angehalten. Hier und da und dort. So, shit gut Raiffeisen. Boah, jetzt zu schnell fahren. Der Schlepper ist nämlich ein bisschen kleine für den Anhänger. Merkt man gerade in den Kurven, dass es immer noch doch mehr oder weniger noch in der Luft schwebt mit der Vorderachse. Ja, ich habe auf der Seite von LSFM was gesehen. Es soll demnächst eine AD-Ballenpresse kommen mit Ballenlager. Wo man dann die Ballen nicht mehr kaufen muss für die. Hier, ne? Sag schon. Für die Ferkelzucht, sondern dass man die dann selber pressen kann. So, es geht voran.
Langsam aber sicher geht's voran jetzt mit dem Geld. Lebensmensch K will ich mehr. Das als Stroh abfällen. Was will man mehr? Außer ich jetzt den nächsten Hänger voll mache. Und Kugel. Und uns noch ein Kälbchen holen. Also eine Kuh kalbend holen. Und dann schon mal drei. Wenn ich so fünf von den Tieren hab, aber wir gucken mal. Erstmal muss ich mit dem Stuhl hier zurück zum Hof kommen. Bei 13er war ja vor so einem riesen Anhänger schon. Muss er schon ganz schön buckeln. Ah, es wächst langsam hier, aber sicher. Ist bei euch auch schon wieder so nett, Loot. Ich hab's gerade mal früh, kurz nach 9, wie gesagt. Da ich das Fenster zumachen muss bei der Aufnahme, habe ich ja schon wieder 30 Grad in der Bude. Ich hatte nachts Fenster auf. Ich krieg die Bude einfach nicht unter 30 Grad groß. Ich hatte halt früh, wo ich aufgenommen bin, 29,2. Wo die ganze Nacht Fenster auf war. Der Ventilator die kühle Luft vom Fenster da mehr oder weniger verteilt hat. Für 2 oder 3 Stunden schon eingestellt. Ich glaube, 2 oder 3 Stunden hat schon laufen. Weil die ganze Nacht mit Ventilator will ich nehmen. Weil das Problem ist, wenn ich so lange in der Luft ausgesetzt bin vom Ventilator, bin ich danach krank. Hat auch mal schon die ganze Nacht laufen und dann früh keinen Ton mehr rausgebracht. Hatte ich mich nachts da ordentlich verkühlt. War nicht schön, kann ich euch sagen. War nicht schön, sowas. Und so. Fahren wir schon mal zum Viehhändler runter, holen uns noch eine Kuh kalben, dann haben wir 3 Stück schon mal. Das ist auch gut gleich für den Latenz gekommen sein, weil ich habe ja so hat dann Server angehalten, nachdem ich gestern herausgefunden habe, wie das nur woran das lag, dass der Doc nicht kam.
Folgen hier Menü aufmachen. Eine Mutschkuh Kalben brauchen wir. Kalben. Verschieben. Bestätigen. 4000. Jetzt ist X drauf. So, ich sehe gerade, wir haben schon über Minuten. Ich fahre jetzt noch hoch im Off zum Kuhstall, werde dort ins Gatter spannen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Denn wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da und ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.